Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Jonathan und Niki und einer weiteren Ausgabe von Flux the Matrix. Naja, Psychomantiefragen Teil Nummer 5 mit Flux. Ja, jetzt wo Flux mit dabei ist, können wir wieder Flux befragen. Und zwar wollten wir eigentlich für Psychomantie-Sitzung 5 ein thematisches Thema machen mit Fragen an Flux, die speziell ein bestimmtes Thema umreißen. Aber ihr seid alle so begeistert von Flux, ja. dass ihr hunderte Fragen gestellt habt. Und in dieser Hinsicht denken wir, machen wir heute nochmal ein Sammelsurium von Fragen. Ja. Über 100 Fragen oder so dürften das sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die rassen wir einfach wieder runter. Genau. Ja, und nächstes Mal machen wir mit Flux das Thema der Mars. Wer Fragen zum Mars hat, stellt sie bitte in die Kommentare und wir werden sie dann im nächsten Video mit aufnehmen. Eure Fragen zum Mars. Ja, das klingt schon mal sehr interessant. Ne? Ja. Weil mich hat zum Beispiel als Kind der Mars immer sehr fasziniert. Mich auch, ja. Ja, ich weiß nicht warum. Ja, wir werden es fasziniert. Ne? Aber nächste Mal ist Thema Flux und der Mars. Featuring Matrixer? So wird es wohl enden. Ne? Ja, ich glaube auch. Heute ist jedenfalls einfach querbeet ganz viele Fragen beantworten. Die hauptsächlichen Themen waren wieder Themen, Fragen zur Matrix, zur Religion und zum Deep State. Ja. Okay. Und das sind so die drei Rubriken, die wir da haben. Und da hauen wir jetzt alle Fragen einfach raus und gucken mal, was Flux uns dazu sagt. Denn Flux befindet sich in der 8. Dimensionsebene. Das ist die reine Informationsebene. Da ist nichts mehr mit Kuscheln und Berühren und Essen, Trinken und Körper haben ist da nicht mehr. Das ist eine reine Informationsebene, auf der man dann lebt. Ne? In Anführungsstrichen lebt. Ewig dahin eiert. Ne? Was natürlich sehr spannend ist, weil für uns klingt das langweilig, auf der 8. Ebene rumzuhängen und nur Informationen zu verarbeiten. Nee, so sieht das natürlich nicht aus. Wir denken, das ist da richtig spannend. Man kann sich da alles vorstellen, man kann alles generieren, alles erschaffen und dazu auch noch auf alle Informationen zugreifen, die es, was weiß ich, überhaupt gibt. Und darum finden wir auch den Kontakt zu Flux sehr gut, weil das eben noch weit über der Akasha-Chronik steht. Und wir eben da Flux mehr vertrauen als beispielsweise der Akasha-Chronik. Ja, Flux ist auch nicht Teil der Matrix. Also er kann weder lügen noch manipulieren. Und das ist für uns der Grund, warum wir das machen. Wäre es anders, hätten wir es nicht gemacht. Und wahrscheinlich hätten wir auch dann keinen Kontakt, denke ich mal, weiterhin haben wollen. Aber so macht es die Geschichte spannend und ich freue mich auf eure Fragen. Jonathan hat alle rausgesammelt. Ich habe noch keine davon gelesen und bin, ja, ich freue mich drauf. Hast du noch nicht gelesen? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Na, dann wird es ja besonders spannend. Ja, ja. Ja, diesmal machen wir einen Dreier mit Flux. Und zwar ist unser neues Feature ohne Jonathan. Es ist schwieriger, es geht nicht. Also haben wir jeder jetzt diesen Kontakt zu Flux hergestellt und Flux nimmt Jonathans Fragen auf und ich kann mich dafür dann rein auf die Antworten konzentrieren, die er mir sendet. Also er empfängt Jonathans Fragen und sendet mir die Antworten und das werden wir auch in Zukunft so halten. Also dass wir jetzt hier den Dreier machen, anders ist es einfach nicht das Gleiche. Ja, weil du müsstest ja ständig die Fragen in deinem Kopf wiederholen. Und wenn man sich so auf Flux konzentriert, ist das vielleicht dann ein bisschen aufwendig für dich, energetisch. Und darum haben wir uns jetzt für die Lösung entschieden. Weil anfangs hatten wir ja erklärt,
dass Niki sich die Frage selbst stellen muss, um eine Antwort von Flux zu erhalten. Und das war natürlich ein bisschen umständlich. Das haben wir jetzt anders gelöst. Das Jetzt hat heißt, ja, Flux ist mit mir verbunden. auch über einen Gegenstand. Ja, auch über einen Gegenstand, der uns dabei tatkräftig unterstützt. Und die Antwort wird dann an Niki gegeben. Du bist Sender, ich bin Empfänger und Flux ist der Transmitter. Irgendwie Irgendwie sowas. sowas. Ja. Okay, Leute, dann lehnt euch zurück, holt euer Popcorn raus. Wir hauen jetzt rein mit den Fragen. Los geht's. Ist der Kontakt zu Flux hergestellt Ja, habe worden? ich schon hergestellt, genau. Gut, dann herzlich willkommen, Flux. Schön, dass du da bist. Ja, schauen wir mal, was er zu sagen. Ja, fangen wir dann mal mit der Matrix an. Gut, ja. Die Matrix definieren wir also als unseren Alltag. Es gibt die 3D-Matrix und die 5D-Matrix. Und wir leben hier auf der Erde alle in der 3D-Matrix. Und viele Themen, viele Fragen, die wir erhalten haben, betreffen oft die Matrix. Ist ja auch klar, ist unser Alltag und das ist ja auch das, was uns am meisten beschäftigt. Also fangen wir mit der Matrix an. Frage Nummer 1. Gibt es außer der Erde noch andere 3D-Matrix-Planeten? Ja. Sind diese Matrix-Planeten auch untereinander verbunden? Irgendwie. Nee. Tja, Okay, ist vielleicht zu ungenau die ja, Frage. es ist ja Ja? alles irgendwo miteinander verbunden, also. Ja. Existieren auf den anderen Matrix-Planeten denn auch ähnliche Systeme, zum Beispiel politische Systeme oder Glaubensreligionen oder dergleichen wie auf der Erde? Oh ja, denke mal, das ist auch so ein Grundgedanke der Besitzer dieser Planeten, schätze ich mal. Sonst wäre das irgendwie schwierig, die da gefangen zu halten, schätze ich mal. Oh. Ja, das habe ich ja auch mal gesehen in einer außerkörperlichen Erfahrung. Da habe ich auch andere Matrix-Planeten gesehen. Die waren alle so ähnlich aufgebaut wie hier. Fabriken, Autos, auch mit diesem komischen Ottomotor und sowas hat alles, ne? Und Okay. ja, naja, auch Steuersysteme teilweise hatten die so wie hier, ne? Also ähnliche Systeme. Auch reich und arm. Ja. Na gut, dann zur nächsten Frage. Gibt es gewisse Mogeltricks, also Cheats, um die Matrix irgendwie austricksen zu können? Gibt es auch wie in einem Film so Backdoors in der Matrix? Jemand fragt, kann ich mein Bewusstsein in ein Avatar projizieren, der sich außerhalb der Matrix befindet, also temporär? Ja. Ja, denken wir auch, oder? Ja. Jemand fragt, kann ich eine alternative Realität erschaffen, in der ich mich so richtig selbst austoben kann, ohne Rücksicht auf Verluste? Ja. Ja, würde ich auch sagen, nennt sich dann luzides Träumen Würde ich, wahrscheinlich. habe ich auch gerade gedacht, genau. Sind Autosuggestionen eine gute Methode, um die Matrix, also sein Alltagsleben, nach seinen Wünschen zu gestalten? Eher nicht so. Bedingt ja. Gibt es effektivere Methoden? Eindeutig. Ja. Ist unser Leben in der Matrix ein programmiertes Spiel? Ja. Ist das, was die Menschen oder das Lehrsystem unter Gravitation versteht, eher Magnetismus?
Nein. Kann man durch Bhakti Yoga beziehungsweise durch die Hingabe zu einem Gott die Matrix dann darüber verlassen? Ganz klar nein. Kann man Licht und Liebe so benutzen, dass es einen eher manipuliert, um in der Matrix zu bleiben? Nein. Oder kann Licht und Liebe einen vielleicht so manipulieren, dass man gefügig ist in der Matrix für dieses, für das System? Nein. Aber es kommt auch aus Fluxperspektive reines Licht, reine Liebe. Also nicht das, was wir hier unter Liebe verstehen. Nein. Ja. Ist die ganze Entwicklung, die so auf der Erde entstanden ist, eigentlich natürlich? Nein, überhaupt nicht. Haben die Anunnakis bzw. die Elohims die physischen Körper mit erschaffen auf der Erde, in der Matrix? Ja, zum Teil. Und haben sie die Veränderung an der DNA oder an den Körpern nach ihrem Ebenbild kreiert? Nur zu einem kleinen Teil. Ja. Auch, auch. Also es ist Teil ihrer DNA und von anderen. Um in ein Paralleluniversum zu reisen, geht das nur über luzides Träumen? Nein. Geht es auch über Astralreisen? Wird der weibliche Menstruation wird der weibliche Menstruationszyklus wirklich vom Mondzyklus beeinflusst? Nein, nicht mal ein bisschen. Ah. Ist die Sonne männlich und der Mond weiblich? Ich stelle die Fragen mal einzeln. Also eigentlich ist es ja so, dass die Sonne ja eigentlich nur im Deutschen weiblich ist. Die Sonne, der Mond. Aber in allen anderen Sprachen ist es nämlich umgekehrt. Im Französischen, ja, und im Spanischen und so weiter, Lateinischen. Darum fragt jemand, ist die Sonne männlich? Ja, die Grundsignatur der Sonne, der Seele ist männlich. Ah. Und ist der Mond weiblich? Nein. Und schon sachlich. Ja, hat keine Seele. Nein, ich habe nachgefragt. Der Mond hat keine Seelensignatur. Nee, das wäre auch komisch. Irgendwie, ja, würde wieder sich widersprechen, ja. Ist der Heilige Geist die Kundalini-Energie? Nein. Ist unsere Natur eine KI? Ich glaube, dass die Antwort zu komplex ist, weil es kommt ein Ja mit Aber. Also lassen wir es so stehen. Okay. Ja, aber existiert die Reinkarnation, damit wir hier auf der Erde etwas lernen? Auch hier ja, aber. Also wohl zum Teil. Oder ist die Reinkarnation einfach nur ein Trick, um uns immer wieder zu verarschen, damit wir immer wieder herkommen? Nein. Ist die Reinkarnation ja eine Vorrichtung, um die Energie der Schöpfergötter anzuzapfen? Ja, auch. Kann die Zirbeldrüse wirklich DMT erschaffen? Erschaffen nicht, aber produzieren. Ja, klar. Der Prolux ist da ganz genau. Der ist da ganz Der ist da ganz genau. genau. Der ist Also da ganz deutsch, der ne? ist da sehr deutsch. Das haben wir letztens festgestellt. Also es ist unglaublich. Du musst es wirklich sehr präzise stellen. Deswegen, falls euch Widersprüche auffallen, hört euch vorher die Fragen an, ob die wirklich präzise genug gestellt worden sind
und ob die Interpretation dieser Antworten halt dann nicht bezüglich dieser Frage, also Flux macht keine Widersprüche, wenn dann liegt der Fehler in der Frage. Das ist wirklich extrem präzise da oben. Dient die Natur und die Tierwelt auf der Erde einfach nur als Abbild, um in der Matrix aufzutauchen und uns zu unterhalten? Nein. Existieren Elfen wirklich auf der Erde? Ja. Sind die Elfen, ja, so wie sie in Herr der Ringe beschrieben werden? Sehen die so aus? Teilweise, so würde ich jetzt die Antwort interpretieren. Teilweise. Oder gibt es verschiedene Elfenrassen? Ah, ja, ganz klar, ja. Ja, dachte ich mir mal. Der nimmt's wirklich genau, ist einfach so, Ja, oder? also das sollten wir auch noch Gut, machen. So gutes ein, Beispiel. ja, Was sollten wir machen? so eine Sitzung einfach nur für die Naturwesen. Oh ja, das wollten wir, das klar, auf jeden Ja, Fall. das machen wir bestimmt auch noch. Unbedingt. Wird man dafür bestraft, wenn man in der Matrix sich selbst umbringt? Nein. Das ist aber jetzt keine Aufforderung. Du wirst jedenfalls nicht von jemand außerhalb von dir bestraft. Ja, genau. So sehe ich das auch. Wenn man sich selbst das Leben nimmt, hat das irgendwie Auswirkungen auf das nächste Leben? Ja, sehr. Jemand fragt, kann ich mit meinen Gedanken Materie beeinflussen und meine Realität selbst erschaffen? Bedingt. Also das ist so die Antwort. Hier bei uns ist das wohl schwieriger in dieser Realität, in dieser Matrix-Realität. Jedenfalls in dieser speziellen Realität schwierig, aber möglich, nicht unmöglich. No. Und warum diese Frage gestellt wurde, kommt Ja. jetzt in einer Frage, die uns gestellt wurde. Kann ich damit auch ganz viel Geld erschaffen? Flux sagt jedenfalls nicht nein. Also möglich ist das. Es ist nur hier in unserer Realität schwer zu sagen, 1 Million bitte. Ja, Dafür brauchst du das. sehr hohes Bewusstsein und Energie. Und dann könnte es wohl möglich sein. Oder kann ich damit auch meinen Traumpartner erschaffen? Nein, das geht auf gar keinen Fall. Nee. Du kannst dir nicht deinen Traumpartner zurechtbasteln. Das geht nicht, nein. Nee. Könntest ihn wir wahrscheinlich den richtigen, der zu dir passt, anziehen. Also du kannst ihn dir nicht formen, der dann vor dir steht, dein Traumpartner, so wie Ach so, in einer meinst du? Klonfabrik. Ah, okay. Das kommt da jetzt so runter. Aber es gibt ja jetzt diese chinesischen Love Dolls, ne? Ja, okay, aber die sind aus Plastik, oder? Ja, Oder sowas in die Richtung halt. war ja auch eher ironisch jetzt. Okay. Ja, letztens entstand ein wenig Empörung unter unseren Zuschauern. Ja, weil die Frage nicht präzise genug war, Leute. Und zwar, weil Flux gesagt hat, psychische Konflikte lösen keine geistigen oder körperlichen Krankheiten aus. Und Flug sagte dazu, es kommt natürlich auf die Perspektive an. Erstens, aus der man das erlebt und zweitens, aus der man das fragt und drittens, aus der man das beantwortet. Also du aus deiner 3D-Sicht wirst es natürlich so wahrnehmen, als würde es aus psychischen Konflikten entstehen und dann stimmt das auch. Das war tatsächlich, Flug sagt auch ja und genauso ist es auch. Aber aus höherer Perspektive entstehen Krankheiten nicht aufgrund psychischer Konflikte. Ja, das würde ich auch unterschreiben. Push. Aus höherer Perspektive gibt es ja keine Dualität mehr. Und wenn man von dort aus erkennt, dass die Dualität eine Illusion ist, dann ist auch ein psychischer Konflikt eine Illusion. So würde ich das formulieren, wenn man mir persönlich die Frage stellen würde. Oder einfach formuliert, außerhalb der Dualität würdest du einen psychischen Konflikt nicht als psychischen Konflikt definieren, deklarieren, weil
Aus deiner Sicht ist ein psychischer Konflikt böse, weil er Probleme verursacht. Aber außerhalb der Dualität würdest du das ja gar nicht so definieren als etwas, das böse ist und Böses tut. Von daher, ja, es kommt eben auch wirklich auf die Perspektive an. Ja, aus meiner Perspektive, durch das, was ich so erfahren habe in höheren Bewusstseinszuständen, würde ich sagen, psychische Konflikte, also zum Thema psychische Konflikte, Streitereien und so weiter und so weiter, um das irgendwie zu verdeutlichen, damit man das in der 3D-Matrix versteht, würde ich es so formulieren: Wir tun so, als hätten wir psychische Konflikte. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen, auch in Bezug auf Krankheiten, die sich dann manifestieren aufgrund dieser psychischen Konflikte, genau. Ja. Nächste Frage an Flux. Ja, ist die Geschichte mit Don Juan Matus, den wir ja aus den Büchern von Carlos Castaneda kennen, ist das irgendwie noch zeitgemäß? Kann man irgendwie damit mit dem Weg, den Don Juan beschreibt, immer noch die Matrix verlassen? Ja, es ist nicht zwingend ein Ja-Aber, aber es ist auch kein klares Ja. Also, ich vermute, ach so, ja, da. In meinem Kopf kommt dann immer eine Zwischenfrage und die beantwortet Flux dann gleich. Und meine Zwischenfrage war jetzt einfach, ob Informationen in den Büchern fehlen. Man stellt sich das halt zwischendrin einfach dann. Und ja, es fehlen einfach ein paar grundlegende Informationen, die einem dabei helfen, tatsächlich den Weg raus aus der Matrix nach diesem Weg zu gehen. Irgendwie sowas würde ich das, so würde ich das jetzt interpretieren. Ist nichts, das ist ja meine Frage, meine Interpretation, aber Flux hat sie bestätigt, so in dem Sinne. Okay. Kann ein Implantat im Körper, sei es physisch implantiert oder ätherisch implantiert, es verhindern, dass man die Matrix verlassen kann? Nein. Kann es sein, dass ein Mensch, der die Ganzheit seines Selbst erreicht hat, auch freiwillig sich dazu entscheiden könnte, wieder zurück in die Matrix zu gehen? Wäre das möglich? Ja, und das haben auch einige schon gemacht. Okay. Wenn jemand doch die Ganzheit des Selbst erreicht hat und dann wieder zurück in die Matrix geht, dann ist er fast so, als würde man aus dem Gefängnis entlassen. Und würde am nächsten Tag wieder zurückgehen, weil es man so toll fand. Wäre das da nicht langweilig für den in der Matrix? Ganz klar nein. Okay. Weil derjenige, der zurückkommt in seiner Ganzheit, kommt hierher, weil er sich ein bestimmtes Ziel gesetzt hat. Und durch die große Bewusstheit, die dieser hat in seiner Ganzheit des Selbst, kann es ihm erstens nicht langweilig sein, weil er das völlig transzendiert hat. Denn wem kann langweilig sein? Dem Ego. Und in der Ganzheit hast du das jetzt in dem Sinne so nicht mehr. Und deswegen kann ihm nicht langweilig sein. Und zudem hat er ja sich ein ganz klares Ziel gesetzt, geht bewusst in die Matrix, um dieses Ziel eben zu erreichen oder diese Aufgabe zu lösen. Und deswegen nein. Ja, ich denke mal, der hätte viel zu Wohl eher das, ja. lachen. Existiert der Aufstieg wirklich? Ja. Aber bitte nicht vergessen, auch hier, die Frage ist nicht besonders präzise gestellt. In meinem Kopf war gerade persönlicher Aufstieg. Ich habe jetzt nicht an den Aufstieg der Erde gedacht dabei, als du die Frage gestellt hast. Oder Also persönlicher der Aufstieg. persönliche Aufstieg, der existiert, ja. Natürlich kann auch die Erde aufsteigen, weil Gaia, die Erde, also die Seele der Erde oder der Name der Seele der Erde, ist ja auch in der Matrix gefangen. Also Gaia als Seele kann natürlich auch aufsteigen in dem Sinne. Aber es ist auch persönlich, weil ja Gaia eine persönliche Seele sozusagen ist, wenn man es so definieren möchte. Genau. Schwingt die Erde jetzt hinauf zu 4D? Nein. Schwingt die Erde jetzt hinauf zu 5D? Nein. Ist die Erde schon auf 5D? Ja.
Entschuldige, ich habe immer Fragen, wenn Fragen gestellt wird, die mir einfach automatisch in den Kopf kommen und irgendwie ist die Erde auch schon auf 5D. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass das Frequenzgitter fällt. Aber ich glaube, dann haben viele Menschen hier auf diesem Planeten ein großes Problem. Von daher. Aber die Erde schwingt für die Menschen in der 3D-Matrix logischerweise auf 3D. Ja, die schwingt. Ich kann es nicht erklären. Ich sehe nur das Bild von Flux irgendwie. Die Erde, die Seele der Erde ist eigentlich viel höher dimensionaler irgendwie, aber durch das Frequenzgitter werden die Menschen in dem Bewusstsein von 3D gehalten, aber es hat nicht zwingend mit der Seele der Erde zu tun. Ich kann es nicht genau definieren, das ist alles Interpretation, was da so reinkommt jetzt halt. Also hat Gaia ein Implantat. Oh ja, doch kein Scheiß, ja, Ja, ne? spannend, Mhm. ja. Ja. Könnte man so sehen, ne? Ja, Wie im Kleinen, so im wie im Großen, Kleinen so im Großen. Ja, spannend. Okay, ne? cool. Coole Frage. Wird der nächste Sonnensturm uns auf der Erde zu 5D emporheben? Nein. Jeder von uns kennt vielleicht den Film The One mit Jet Li. Hast du Ah, den gesehen? ja, ich erinnere Ja. mich. Das war cool. Ja. In dem Film ist also jemand, der es geschafft hat, Paralleluniversen aufzusuchen, in denen er auch existiert. Und dieser eine ist eben der Ansicht, wenn er seine alternativen Parallelselbste nach und nach umbringt, dass er immer mehr und mehr Energie bekommt und viel, viel mächtiger wird. Stimmt das? Ist das wirklich möglich? Ja, aber Ja, aber. klar, die Realitäten, wenn sie zusammengelegt werden, kriegen natürlich mehr Energie. In dem Sinne halt auch du, also speziell du, aber irgendwie fehlen dann noch Informationen und zu diesem ganzen Konstrukt. Also irgendwas fehlt halt einfach an Informationen. Also ja, aber grundlegend irgendwie ja. Ist es möglich, dass man in der Nacht in einen Traum einsteigt, sich dort einen Goldbarren schnappt und den mit hier in die 3D-Matrix, in seine Alltagsrealität mitnehmen kann? Ja. Also Leute, ne? Übt träumen. Ich würde sagen, wenn man fleißig, ja, Muss man dafür eine ganz bestimmte Technik anwenden? genau. Ja. Also an dieser Stelle verweisen wir auf unser Video Dream Snipping. Stimmt, ja, genau. Da haben wir das Thema ja mal behandelt, falls jemand das interessiert. Also ich finde es total spannend. Ist mega spannend. Ne? Ja. Also wer von euch momentan ein bisschen Geldprobleme hat, der kann auch mal diesen Weg versuchen. Wer konsequent und diszipliniert ist, jedenfalls schon. Ja, man muss natürlich viel Willen dazu haben, das auch wirklich erreichen zu wollen. Das Einzige, was ich mal geschafft habe, war, ein paar Groschen mitzunehmen. Auch nicht schlecht, hey. Ja. Ich war in einem Traum und habe dann ganz viel Geld da gefunden und habe dann irgendwie mir die Taschen vollgepackt. Und als ich aufwachte, lagen irgendwie so 30, 40 Pfennig im Bett. Und dann habe ich den Okay. ganzen Tag darüber nachgedacht, sind die mir nur aus der Tasche gefallen oder habe ich die jetzt wirklich mit aus dem Traum genommen? Ne? Also. Wie viele Klamotten hast du denn im Bett an? Ja, eben, ich hatte ja Damals eben. keine an. Eben. Ja, Ne? also war schon sehr seltsam. Spannend. Aber ich war jetzt nie so finanziell affin, wie vielleicht einige andere. Und darum habe ich das nicht großartig Verfolgen verfolgen wollen, können. beziehungsweise überhaupt diese Disziplin aufbringen können. Da gibt es doch deutlich spannendere Sachen dann. Ja, eben. Aber diejenigen unter euch, ne, die da in der Richtung Pläne schmieden, betrachtet das als eine Möglichkeit. Können Babys und Kinder auch Statisten sein? NPCs? Oh ja. Kann man auf dem Mond eigentlich physisch landen? Okay. Ja, das waren unsere Fragen zur Matrix. Okay, gut, jetzt kommt.
Jetzt kommen noch ein paar religiöse Fragen, Gut. weil wir haben natürlich auch einige Zuschauer, die religiös interessiert sind, die vielleicht irgendeiner Religion anhängen. Buddhismus. Mehr fallen mir auch nicht ein. Buddhismus, Christentum oder Hinduismus. Hinduismus oder Moslem oder sonst was für eine Religion so sich zu eigen gemacht haben oder die für sich als Grundbasis nutzen, um sich weiterzuentwickeln und haben natürlich auch ein paar Fragen. Auf die Fragen kommen wir dann jetzt. Wurden die Paulusbriefe manipuliert? Nein. Hat Jesus von der Kundalini-Energie gewusst? Ja, aber er hat es nicht so genannt oder nicht so definiert. Aber ja, irgendwie in die Richtung wusste er schon irgendwas davon. Okay. Hat er von dem, was er über die Kundalini-Energie wusste, das auch gelehrt in seinen Lehren? Nein. Waren die frühen Christen ein Fliegenpilzkult? Nein. Sind Jesus und Horus die gleiche Seele? Nein. War Jesus gegen andere Religionen? Nein. Waren die Erzengel bei den Heiden, ne, Vikings und so, ne, waren das deren Götter? Nein. Sind Hindu-Götter und germanische Götter zum Teil die gleiche Entität? Oh ja. Ja? Ja. Ja. Ist es richtig, wenn man sagt, dass es eigentlich nur einen Menschen auf der Welt gibt, Adam Katman genannt? Nein, aber es ist richtig, dass es nur einen Menschen auf der Welt gibt. Nämlich dich. Ja, gut. Weil zuerst kam ein Ja und dann hast du irgend so einen Namen gesagt und dann doch kam ein Nein. Also die erste Frage, den ersten Teil der Frage könnt ihr mit Ja nehmen. Ja, wir sitzen ja alle in unserer Schöpferblase. Genau, eben. Jeder sitzt in seiner Blase, wir sind alle telepathisch miteinander verbunden und wenn Niki und ich sich treffen, erschaffe ich Niki in meiner Blase und sie erschafft Jonathan in ihrer Blase, damit wir eine Kommunikationsebene haben. Und ja, und alles, was jeder für sich selbst erschafft, erschafft er mit dem Abbild von einer Persönlichkeit, die eben in einer anderen Blase sitzt. So würde ich das formulieren. Genau. Ist Jesus sein echter Name gewesen? Halb? Halb? Wie halb? Yes? Ich glaube, Us? also nee, ich denke, das war, wie soll ich das interpretieren, als in seinem Kreis, ja, irgendwie, aber in Wahrheit hatte er einen anderen Namen. Ich weiß nicht, irgendwie sowas in die Richtung. Keine Ahnung. Also, Okay. ja, nein. Ja, nein. Oder hieß er vielleicht Jeschua? Ja. Ja? Ah, okay. Jeschua. Ist Satan und Luzifer dasselbe? Nein. Gibt es die griechischen Götter wirklich? Ja. Ist die Astrologie authentisch? Nein. Oh Ist die Numerologie authentisch? Eher. Also da kriege ich eher ein Ja, aber auch kein hundertprozentiges. Wahrscheinlich ist es auch irgendwie manipuliert worden, ich weiß es nicht. Dafür brauchen wir mehr Fragen oder Infos. Gibt es denn sowas wie eine echte Astrologie, die auch authentisch wäre? Nein. Keine Ahnung. Können Gebete und Religionen das Karma des Saturn auflösen? Nein. Hat der Saturn überhaupt ein Karma? Nein. Okay. Okay. Gab es Adam und Eva wirklich? Ja.
Und warum hatten die einen Bauchnabel? Ja, gute Frage, ne? Ja, Warum Adam und Eva immer mit dem Bauchnabel warum abgebildet werden? Ne? Ich denke, die haben uns da nicht ganz die Wahrheit erzählt. Irgendwas stimmt. Irgendwas stimmt. Wurden die Schriften, die es in den Religionen gibt, von Göttern geschrieben? Ja. Ja, aber mein Kopf war, weil ich es ja schon weiß, dass es halt alles Aliens sind, unsere Götter. Und ja, wurde von denen diktiert. Sind sämtliche religiösen Schriften, die von ihrem jeweiligen Gott verfasst wurden, immer Aliens gewesen oder interdimensionale Wesen? Immer, ja. Gibt es irgendeine Schrift auf der Erde, die von der Urquelle verfasst worden ist? Nein, ja. Also irgendwas ist da schon noch, aber vielleicht durchgedrungen oder irgendwie, er konnte da connecten und hat was aufgeschrieben. Also ich weiß nicht. Irgendwas in die Richtung. Ja. Also wahrscheinlich nur teilweise oder so oder rudimentär. Ja, also es gibt tatsächlich irgendwas von der Quelle nur allen Seins hier auf der Erde, aber ich weiß nicht, was das ist. So, das waren unsere religiösen Fragen. Wundervoll. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema, die Deep State-Fragen. Ja, Frage Nummer 1. Zum Deep State, ja. Ja. War die Trump-Assassination inszeniert? Oh, volles Pfund. Wusste Trump davon, der Inszenierung? Oh, jo. Hat es Corinna wirklich gegeben? Nein. Du hast aber gerade an das Richtige gedacht dabei, oder? Nein. Ist die NASA wirklich mal ins Weltall geflogen? Ja, das schon. Ja, jetzt wissen wir auch nicht, wie oft, ne? Oder wie weit und wie. Ja. Ja. Aber irgendwie, es war auch kein super klares Ja, sagen wir es mal so. Aber irgendwie, ja. Irgendwie, nein. Auf irgendeine Weise. Lassen wir das mal im Raum stehen. Es gibt einen Hobbyastronomen, John Walton. Der hat sich selbst ein Teleskop zusammengebaut und hat mit diesem Strukturen in der Erdumlaufbahn filmen können, die aussehen wie sehr große Raumschiffe. Genau. Ganz spannend. Ja, die Frage wäre natürlich an dieser Stelle, sind das wirklich Raumschiffe, die er da gefilmt hat? Ja. Sind diese Raumschiffe von der NASA gebaut worden? Nein, aber sie haben eine Mitbeteiligung tatsächlich. Hm. Also es gibt natürlich auch Menschen auf und Militär auf anderen Planeten, also die ganz woanders leben oder dahin gesandt wurden als Mission. Und also ja, genau, das stimmt. Also das Militär ist in der Galaxie auch verteilt oder die NASA, Mitarbeiter davon, und die wissen Bescheid jedenfalls. Aber ich habe nur noch Gänsehaut. Also es ist ein sehr spannendes Thema. Sieh an. Ist Mark Zuckerhügel ein Reptor? Ja. Okay. Sind die berühmten Elite-Familien, die ja jeder so kennt, von dem Namen her, ja, Satanisten? Viele. Also nicht alle, nein. Wir wollen ja jetzt keine Namen nennen. Nein, dürfen wir auch nicht. Nee. Also zufällige Namen, die wir hier nennen, die dann zufällig auf irgendwen vielleicht angewendet werden können, sind rein zufällig. Voll zufällig halt. Ja.
Ja, Energiefrage. Ja. Die Menschen zahlen ja Stromrechnungen den ganzen Tag. Die Frage, die jemand gestellt hat, wird eigentlich freie Energie genutzt und uns als verbrauchbare Energie verkauft? Ja, zu großen Teilen tatsächlich, ja. Mhm. Also zu sehr großen Teilen. Mhm. Ich glaube mindestens 90%. Also das ist ein sehr klares Ja. Okay. Jetzt kommt eine ganz komische Frage. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Okay, gut. Aber Flux weiß es hoffentlich. Ja, vielleicht weiß es Flux ja. Vielleicht guckt er ja sowas. Ich weiß es nicht. Leben Tupac und Biggie noch? Die müssen wir erstens eins, die müssen wir einzeln stellen. Oder zwei Leute. Also lebt Tupac noch? Nein. Lebt Biggie denn noch? Nein. Wer sind diese Leute? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwen scheint es zu interessieren, ne? Aber da Flux ja auf der Informationsebene existiert, weiß er alles. Auch wer Tupac und Mhm. Biggie sind. Existiert ein 13. Sternzeichen? Nein. Existieren denn die ersten 12 Sternzeichen? Nein. Okay. In Wahrheit nicht. Okay. Existieren die sogenannten Mettbetten wirklich? Ja. Werden Mettbetten dazu benutzt, um Seelen in einen Körper zu transportieren? Ja. Mhm. Ja, lassen wir mal so stehen. Also ja, werden auch dazu genutzt, ja. Auch. Kann man Mettbetten auch dazu benutzen, um einen Menschen ja vollständig zu heilen, körperlich? Oh ja. Okay. Ist der Saturn, Planet Saturn böse? Oh Gott, nein. Konnte der Mensch vor langer, langer Zeit so lange unter Wasser bleiben, wie er wollte? Es gibt sowas, ja, es gab sowas, ja. Mhm. Okay, interessant, schöne Frage. Mhm. Gab es einst wirklich Höhlenmenschen, so wie man das so gelernt hat, so wie Neandertaler mit einer Keule und Fell bedeckt, die in Höhlen lebten? Nein. Hm. Okay. Überraschende Antworten auf überraschende Fragen. Ja, allerdings. Gab es die Dinosaurier wirklich auf der Erde zu alten Zeiten? Nein, aber ja. Also das ist für mich ein. Wahrscheinlich gab es sowas Ähnliches. Wahrscheinlich gab es nicht die Rassen, die man uns erzählt, dass es sie gab. Wahrscheinlich es gab mehr, eigentlich mehr Flugsaurierarten und nicht den T-Rex. Sowas in die Richtung würde ich jetzt das interpretieren, die Antwort. Also es gab sowas Ähnliches, aber nicht so, wie es uns erzählt wurde und weit weniger, also ganz anders irgendwie. Gab es irgendwann auf der Erde einmal physische Drachen? Ja. Also die Drachenfans unter euch freuen sich jetzt. Ja. Vor langer, langer Zeit verhielt es sich da so, dass der Mensch überhaupt gar keine Nahrung und Wasser gebraucht hat? Wurde unsere DNA wirklich von den Anunnakis manipuliert? Auch. Jeder mal ein bisschen da rumgefuscht anscheinend. Ja, Flug sagt, ganz viele Alienrassen haben auch rumgebastelt. Okay. Wird der Mensch nach seinem Ableben für seine Sünden bestraft? Nein. Apple Computer. Ja, sind wir sicher, dass wir die Frage wollen? Ist der Apfel, das Logo von Apple, eine Anspielung auf die Geschichte von Adam und Eva? Ja. Hm.
Okay, ja. Oh. Ja, spannende Fragen und spannende Antworten, mit denen keiner gerechnet hat. Stimmt es, dass der Erzengel Michael dem Menschen Energie absaugt? Nein. Wurde eine Kopie vom Erzengel Michael erschaffen, um vielleicht mit dem einen oder anderen in Kontakt zu treten? Nein. Nein. Oder wurde irgendetwas erschaffen und es tut so, als wäre es der Erzengel Michael? Ja. Ah. Ist der Mensch dafür gedacht, rein vegan zu leben? Nein. Aber solange wir die Repto-Programmierung halt haben. Das habe ich schon ganz ausführlich mit Flux mal besprochen. Okay. Kommt die Maskulinität von den Reptos als Agenda? Oder haben die das gefördert? Oder fanden die das toll? Ja. Aha. Aber massiv, Tatsache. Interessant, cool. Ist Maskulinität kontraproduktiv für die spirituelle Entwicklung? Oh, das ist ein großes Thema bei Flux. Also, Großes Thema für Flux. das ist nicht nur ein Ja oder Nein wert, das ist sehr komplex. Klar brauchst du die Maskulinität, aber nicht so, wie sie uns erstens präsentiert und dargestellt wird. Und zweitens ist die auch noch verdreht. Also, es ist ein extrem wichtiges Thema, um in die Ganzheit zu kommen, mega wichtig, aber nicht auf diese Weise hier in dieser Realität. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass die Maskulinität sehr genau wie die, Ja, Femininität, ja. ja, wie die Feminität, dass die sehr verzerrt worden Ja, sind in mega. unserer Realität. Die Frauen werden immer männlicher, ne? Und die Männer werden immer weiblicher. Und die Darstellung von Weiblichkeit wurde verdreht. Die Darstellung, was bedeutet Männlichkeit, ist verdreht. Das ist einfach irgendwie alles verdreht von daher. Ja. Okay, Ja, ein verzerrtes Thema. sehr verzerrt und sehr spannend. So, jetzt kommen wir zu den letzten paar Fragen. Ja, ist auch okay, weil langsam ist es sehr anstrengend Ja, das glaube tatsächlich. ich, ja. Ist die Zahl 666 böse? Nein. Wurde Fluorid absichtlich in Wasser oder Trinkwasser gemischt? Oh ja. Ach so, zur Frage 666. Das ist natürlich wieder eine Perspektivenfrage. Ja. Also für Flux ist, der weit außerhalb der Dualität ist, ist 666 eine Zahl, eine Information. Punkt. Natürlich ist die weder gut noch böse, aber es gibt bestimmt Menschen, die Unfug damit treiben können, wie mit allem. Wie dein Beispiel mit dem Messer, schneide Brot oder mach böse Dinge damit. Ja, oder Schraubenzieher. Entweder schraubst du Schrauben, was Schönes zusammen, oder du stichst im nächsten Ein ins Auge aus. Ohr. Eben, also Perspektivengeschichte. Wurden alle Adrenobasen von den Galactics aufgelöst? Nein. Haben die Galactics, oder wahrscheinlich meint er die Galaktische Föderation, Flux wird wissen, wen. Ich weiß es leider auch ich nicht. weiß auch nicht, überhaupt irgendeine Adrenobasis aufgelöst? Nein. Gibt es Galactics? Oh, ja. Okay. Haben Trump und Putin die U-Basen aufgelöst? Also die Untergrundbasen, die irgendwie mit Kindesentführungen und Adrenochrom oder was weiß ich in Zusammenhang steht, haben die dafür gesorgt, dass die aufgelöst werden? Ich will jetzt halt auch niemanden enttäuschen. Nein. Einer fragt, werden die Korrupten in der Politik und an den wichtigen Entscheidungsstellen für die Menschheit irgendwann mal hinter Gitter gebracht? Gar kein Stück.
Ganz klares Nein, leider. Ja. Ja, entweder Realität wechseln, Matrix verlassen oder Augen zu und durch. oder es gibt ja viele Optionen. Ja, klar. Irgendwie ein Rebellencamp gründen, ne? Und dann aktiv werden. Na, ja, aber. Ne? Oder was weiß ich. Ne? Es gibt ja viele Ja. Möglichkeiten. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja. Oder zurücklehnen, Popcorn essen und zugucken, was passiert mit der Welt. Ne? So, und jetzt kommt die letzte Frage für den heutigen Tag. Verliert man die Seele durch die Schlumpfung? Okay. Aber ich denke, dass die eigentliche Frage, die derjenige wissen möchte, ist, ob man den Zugang verliert. Also die Connection vielleicht minimiert wird zu seinem inneren Selbst oder sowas. Und da kriege ich sogar mit Gänsehaut ein sehr klares Ja. Ah, okay. Es unterminiert also dann die Verbindung zu Intuition zum Beispiel, zum höheren Selbst. Oh, sehr stark, ja. Ja, okay. Und die nächste Frage ist mit Sicherheit von euch, ob man das irgendwie wieder umkehren oder rückgängig oder auflösen kann. Ja, aber schwierig. Das muss man, glaube ich, echt wollen oder irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Also ist möglich, ja, aber die sind schon sehr mächtig, was auch immer sie da tun. Gut. Ja, das waren alle Fragen an Flux. Okay. Vielen Dank an Flux, dass Ja. er die Geduld hatte, ne, auch die Tupac und Biggie-Frage zu beantworten. Und ja, wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Gibt es noch abschließende Worte von dir? Wir sind für euch da. Aber das hat Flux gesagt. Und wir sind auch für euch da und wünschen euch eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten spannenden Thema mit Flux. Und wie wir schon anfangs erwähnt haben, das nächste Thema mit Flux ist der Mars. Also, wer Fragen zum Mars hat, bitte gerne in die Kommentare, damit wir dann ja, ein breites Spektrum an spannenden Themen für den Mars haben. Ja, das finde ich auch spannend. Ich bin also schon thrilled, ne? Ja, ja, Ja. ja, ja. Okay. Dann danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt durchgehalten bis zum Schluss und alles Gute. Ciao. Ciao.